Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Agents of Mayhem mit dem Ralf. Und in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben, wo die Wutbürger auf uns losgegangen sind. Wobei wir doch eigentlich nur da diesen Posten einnehmen wollen. Was wir jetzt auch einfach so tun werden. Sofern ich den Eingang finde. Und die Sniper mir nicht so sehr auf den Sack gehen. Ich will auch einen Sniper haben. Ich habe zwar hier mit Rummer Fernkämpfer, aber das ist noch nicht so richtig snipermäßig. Sagt Leute, lasst euch nicht stören. Just passing through. Okay, wie nehme ich den ein? Oh, da ist Get wieder mit im Spiel. Gehabt, da erstmal alles vernichten. Okay. Oh. Was soll das zu zerstören? Da oben drauf. Lass mal die ganzen Raketen hier kaputt machen. I am the cure for this disease. Und da ist wieder so einer. Lass mich doch weg hier.
Jawohl. Bis er down. Dann hackt mir den Kack mal. Das hat wieder schön Level gegeben, Leute. Die werden jetzt erstmal verteilen, die Level. Schauen wir mal. Verbesserung. Das knallen wir da rein. Und hier. Verbesserung einmal hier und so. Und was nehmen wir als nächstes? Nachladegeschwindigkeit, kritischer Schaden. Gehen wir auf den kritischen Schaden. Und was geben wir Rama? So. Zeitschadeneffekt. Verringerung der Zeit bis zur Scharfschaltung der Falle. Dann nehme ich das mal. Halt, ich wollte ja jetzt gucken, was es jetzt hier Neues gibt. Aha. Also holen wir uns erstmal die Kohle. Kohle, 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 Kohle. Alright, who needs killing first? Einfach mal Gas geben. Wo führt mich das scheiß Navi hin? Legion has taken my personal business. Drive them out and you will be compensated fairly. They're in my crosshair. Immer schön in den Kopf. Was wär's? Come at me, bro. Friends zum Knuddeln. Kommt doch runter. Kann hier nämlich nicht weg. Come see me and collect a cut of the profits for yourself. Though you may want to give it some time between withdrawals. Tja, that was easy. Und wieder 180 pro Minute. Haben wir wieder 10.000 bekommen. Und jetzt geht's weiter zu dem letzten Außenposten. Aber brauchen wir erstmal mein Auto. I hope you can handle this much horsepower. Nee, diesmal nicht. Diesmal hat er auch einen großen Schlenker gemacht bei der Handbremse. Du.
Warum soll ich denn da außen rumfahren? Was soll denn der Blödsinn? Ja, du bleibst mal hier, Kid. Oder was auch immer du sein sollst. Hüps, hüps, hüps. Kaputt. Ah, da oben ist auch ein Pylon. Okay. Das heißt, ich darf wieder klettern. Okay. Hau doch nicht ab, du! Haut der einfach ab. Okay. Ach komm. Natürlich. Aua! Boah, da hochzukommen ist echt assi. So, ein Stück Quark höher. So, was können Sie noch mal machen? Wieso haben wir nur den einen? Komm doch darauf. Oder so. Oh, ich glaube, ich jetzt noch ein Stückchen höher. Ah, so. Ab jetzt geht's dann wohl. Könnt ihr mir mal erzählen, wie ihr hochkommt? Alt Kiste. More for the taking. That's the last one. I'll be waiting inside to say howdy in person. Fantastic. Come on inside and I'll have something for you. Loop.
Good to see you're doing well out here. Ach, komm. I got the perfect... I think this'll help for sure. Ja, was haben wir denn bekommen? Bowlingball wieder. Okay. Jetzt haben wir hier ganze Sachen eingenommen. An die ganzen blauen Nebenmissionen hier, die. Naja, die interessieren mich jetzt nicht so. Also geht's jetzt weiter mit der Hauptquest. What? Let's open this puppy up. Okay. Pack this shit, I'm out. Ach, und das kannst du nicht umfahren? Ja, logisch. Natürlich. Und bleib an der fucking Laterne hängen. Ist das dein Ernst? Hey Rama, you think you can take me in Hardtack? Take you where? Don't play dumb. I'm talking about the Mayhem Table Tennis Tournament. If you do not wish to lose, you should not play the game. Your sorry ass is going down. Aha, Tischtennis wird gespielt. Hey Friday. Gloria and I are ready to go. Perfect. Proceed to the fusion reactor exhibit. The location is on your map. The site will appear to be under construction, but somebody got the reactor working. Hammersmith, right? That's Gremlin's theory. She's here to provide technical support. Hey there, it's me. If I'm reading these schematics correctly, we should start from the bottom and work our way up. Is that what I think it is? Looks like Legion's up to mischief. Welcome to the Tomorrow Tech Expo Auxiliary Pavilion, home of the sonoluminescent fusion exhibit. Let's start with the acoustic doohickey at the bottom of the reactor. It's a big, round, glowy thing. Big, round, glowy thing? Check. Und nur zur Info, das hier ist jetzt das Level, das ich auf der Comic-Con spielen durfte. Also man beginnt direkt hier unten. Also man läuft gar nicht erst hierher, man beginnt hier unten und konnte dann hier reinlaufen. Hat natürlich das Gespräch, was gerade eben lief, auch mitbekommen, nur ohne Zusammenhang habe ich das natürlich nicht gerafft, um was da geht. Ah, jetzt müssen wir hier hoch. Ja, und jetzt fängt er an zu spinnen. Let's check it out. Ja, und das haben sie dann als Tutorial genannt. Also um hier hochzukommen, wurde mir dann hier erklärt, wie ich laufe. Und hier wurde mir dann das Hacken erklärt. Uh-oh, Legion's overloading the reactor. That control unit's all blown to hockey sticks. We better have a look at the transient cavitation chamber. Yeah, I don't know what that is. Should be further up a ways. Don't know how the heck they got this contraption working. Yeah, I got a bad feeling about this. Center of the reactor is the acoustic inertial cavity. Okay, hier waren aber bis zu dem Zeitpunkt schon mehr Gegner. Also bis jetzt habe ich ja noch gar keinen Gegner gesehen. In der Comic-Con-Demo habe ich hier schon gegen einfache Gegner gekämpft und da wurde dann auch das erklärt mit dem Schießen und dem ganzen Zeug. Aua! Das Spiel ist gar nicht glitchy. Deshalb hat es auch so solche Ladeprobleme manchmal. Oh boy, this one's overloaded too. Glad I'm not standing next to that thing. But I am, and Glory too.
Do you know what's going on here? Either Legion wants to blow up half the city, or they're diverting the power somewhere. Babylon's just sore we messed up his plans. Legion is deploying Hell Troopers to secure the building. They're coming in through the roof. Hey, thanks for the heads up. At the tippy top is where it all hooks up to the grid. Better check it out. Ja, ich check mal out. Was? Wer deit? Du deit? Okay. Warum nicht? Okay, muss ich wieder ein Stückchen höher. Den Kopf. What next? Let's have a look at that control unit. That one is still working. Friday, check this out. We've got a ton of data here. Nice work, Gremlin. Agents, based on my calculations, they must be routing the power to the planetarium. Hey, they're putting on a light show. Can we check it out? Let's get going. Yep. What could Legion be doing at the planetarium? They are building a secret base on Uranus. Ha! That's funny! I don't mean to be a prude, but please, no jokes about Uranus. Besides, the proper pronunciation is Uranus. It's a dactyl. Sorry, Friday. Hey, I'm picking up some weird fluctuations in the gravitational field. It appears to be localized above the planetarium. Whoa, it's a tractor beam! What do you think they're tractoring? Uranus! Let's knit this in the bud, shall we? Ja, bis jetzt läuft die Demo noch genauso ab, wie ich es im Kopf hatte. Oder wie ich es noch im Kopf habe. Nur, dass halt hier natürlich diese Kristalle nicht waren. Die bringen einem auch in der Demo natürlich auch nichts. Cha-ching! Aber wenn ich schon mal hier oben bin, nehme ich die natürlich auch mit. Ach komm. Well, well, look what we have here. A little bit crystal. Mal gucken, ob die Mission wirklich 1:1 dann noch weitergeht. Ja, und hier wurde dann einem, also in diesem Strecke wurde einem erklärt, wie man springt richtig und wie das funktioniert mit dem Gleiten und alles. Und spätestens hier kam dann die Meldung, du solltest dein Auto nehmen. Aber... Wobei, nee, hier kam das noch gar nicht. Dass man Auto nehmen soll. Kommt das später. Aber den Weg bin ich auch gegangen damals. Ich erinnere mich daran, dass ich diese Plattform ausgefahren habe. Oder zumindest diese Plattform gecallt habe. You're approaching the planetarium now. We've confirmed Legion forces have taken up positions around the facility. You should expect to face some resistance. What a lovely surprise. The Agents of Mayhem. Hammersmith? This is a secure channel. You think too highly of your technological prowess. Do I have to come over there and kill you myself? Hey, there's something happening in that outdoor theater area. Why, yes. I turned this planetarium into my very own tractor beam control center. Agent, we need access to those controls. I've marked the location. Okay.
Hallo Leute. Was? Potential Threats? Ich doch nicht. Oh, Tag, Leute. I'm starting to think I should have worn something with extra pockets. Was? Cover? Geht alle sterben. So, lass mich nachladen. Personally, I was more interested in Uranus. Do behave yourselves. Was? Uns benehmen? Nö, kein Bock. Komm zu Rama. Okay. All right. Let's secure the area. Third largest in our solar system. Hold still, please. I am scanning for potential threats. Ja, ist gut. Scannen mal weiter. Aber bevor ich da jetzt reinstürme, weil ich genau weiß, dass der jetzt dann nachher einen Bosskampf losgeht, oder zumindest war es so in der Demo, bin ich jetzt mal gemein und beende die Folge an dieser Stelle. Und sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid dann in der nächsten Folge mit mir dabei, wenn wir diesen Bosskampf bestreiten. Und wenn euch grundsätzlich so gefällt, was wir auf diesem Kanal für ein Blödsinn treiben, da könnt ihr uns ja damit unterstützen, wenn ihr unsere Videos auf den sozialen Plattformen teilt und wir somit eine höhere Reichweite erzielen. Das hilft euch und uns, da wir dann eine größere Community werden und davon hat ja jeder was. Und ihr könnt auch natürlich gerne, wenn ihr nicht schon getan habt, uns abonnieren und die Notation-Bell dazu noch betätigen, damit ihr mitbekommt, wenn wir live gehen und ein Video von uns online geht. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und ciao!